Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusstsein. Heute mit einem energetischen Frühjahrs-Glow-Up. Im Grunde möchte ich mit dir zusammen heute einfach mal sehen, was ist gerade möglich, was können wir vielleicht gerade an Seelenanteilen zurückholen, wie können wir deine Aura-Chakren optimal ausrichten, was fehlt vielleicht an Mineralien, Vitaminen, Spurenelementen, die wir über die Fußchakren zurückholen können und ja, was gibt es sonst noch an Flüchen, Seelenverträgen? Was können wir alles auflösen? Was ist da von Zeit zu Zeit? Ist es einfach sinnvoll, sowas mal zu machen und mal zu schauen, was da vielleicht gerade frei geworden ist von der geistigen Welt? Weil du bist ja nicht alleine. Es gibt ja noch weitere Seelen um dich herum, die ja auch permanent irgendwie Energien aussenden. Und so verändert sich auch in deinem Energieumfeld ständig irgendetwas. Und so kann es einfach dazu kommen, dass irgendwelche Flüche, irgendwelche Seelenanteile, sich Flüche auflösen, Seelenanteile zurückkommen können. Und wenn man nicht danach fragt und sie zurückhaben möchte, tja, dann kriegt man sie halt nicht. Und das wollen wir heute mal versuchen rauszufinden, ob da vielleicht das ein oder andere für dich zu holen ist. Im Folgenden bitte ich dich einfach in Gedanken, mir das nachzusprechen, was ich sage. Und dann wünsche ich dir, dass das hocheffizient ist für dich und dass du ganz viel für dich zurückholen kannst und lösen kannst. Zunächst einmal bitte ich um Zentrierung meiner Aura und meiner Chakren und auch um die optimale Ausrichtung meiner Aura und meiner Chakren. Ich bitte meine komplette geistige Führung, alle meine Schutzengel, alle Wesenheiten der reinsten, höchsten, hellsten, göttlichen Ebene, die Elohim der Gnade, mein Hüter oder meine Hüterin der Akasha-Chronik und auch den reinsten, höchsten, hellsten, einzig wahren Gott, mich bei all dem, was nun folgt, zu unterstützen und es so für mich auszurichten, dass es richtig und gut ist. Ich bitte darum, mich optimal zu erden. Ich bitte darum, meine Fußchakren zu öffnen, sodass ich alle Mineralien, Vitamine und Spurenelemente, die mir vielleicht fehlen, jetzt über meine geöffneten Fußchakren aus dem Mittelpunkt der Erde aufnehmen kann, sodass mein gesamtes Körpersystem für mich optimal arbeiten kann. Ich bitte um Rückgabe aller Seelenanteile, die mir im Laufe meiner Inkarnationen auf der Erde und überall sonst abhanden gekommen sind. Diese Seelenanteile mögen jetzt gereinigt den Weg zu mir finden und sich in meinem System optimal integrieren, sofern es dem höchsten Nutzen, Gut und Wohle aller entspricht. Ich bitte um Auflösung aller Seelenverträge, die mir nicht mehr dienlich sind, sofern es dem höchsten Nutzen, Gut und Wohle aller entspricht. Ich bitte um Verzeihung für alles, was ich im Laufe meiner Inkarnation mir und anderen angetan habe. Und gleichwohl verzeihe auch ich allen, die mir etwas angetan haben, sofern es dem höchsten Nutzen, Gut und Wohle aller entspricht. Flüche, Verwünschungen, negative Gedanken und Gefühle, die ich mir selbst oder anderen auferlegt habe, bitte ich jetzt und sofort aus meinem System und auch aus dem System der anderen Seelen zu löschen, sofern dies dem höchsten Nutzen, Gut und Wohle aller und dem göttlichen Plan entspricht. Ich bitte um Hilfe, die Wege für mein Leben zu finden, die meiner Seele entsprechen
und mich glücklich machen. Dasselbe wünsche ich mir auch für alle anderen Seelen. Mögen wir alle jetzt unser Glück, unseren Frieden und unsere Freiheit finden. Ich bitte um Öffnung meines Herzens für einen Bewusstseinsshift, der mich echte Liebe, echtes Glück, echte Freude, vollkommene Gesundheit und das Alleinsbewusstsein fühlen und erleben lässt. Selbiges wünsche ich mir für alle anderen Seelen, sofern es dem höchsten Nutzen, Gut und Wohle aller entspricht. Ich bitte um Hilfe, mich selbst annehmen und lieben zu können, mit all meinen Vorzügen und sogenannten Fehlern. Dasselbe wünsche ich mir für alle anderen Seelen, damit wir beginnen, uns wahrhaft zu lieben und das Alleinsbewusstsein, die ganze Erde, das ganze Universum und am Ende alle Universen und alles, was ist, vollkommen einhüllen kann. Ich bin zutiefst dankbar für meine göttliche Führung, für mein Leben, die Liebe, die ich bin und auch für die Liebe, die mich umgibt. Und ich bin ebenfalls dankbar dafür, dass ich überhaupt danken kann. So, ich hoffe, dass ich für den einen oder anderen oder am allerbesten für jeden Einzelnen hierbei etwas ergeben hat, sich etwas lösen kann, etwas zurückgekommen ist. Und hör dir das einfach so oft du möchtest, gerne auch nicht im Frühjahr, sondern zu einer anderen Jahreszeit an, weil es macht wirklich Sinn, so etwas von Zeit zu Zeit zu machen. Wie gesagt, es wird immer gerade mal was frei und wir alle können das sicherlich gut gebrauchen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald. Deine Maike. Tschüss.